Großer Tag für die noch Kleinen im Golfclub Starnberg. Die jungen Golferinnen und Golfer müssen zeigen, was sie können. Bei der Talentsichtung wurden 18 Teilnehmer auf ihr spielerisches Können und Athletik getestet. Kurzes Spiel, Chippen und dann noch Gymnastik, Seilspringen und so. Die Besten der 11- bis 17-Jährigen werden in die Nachwuchsförderung des Clubs aufgenommen und erhalten möglichst einen Platz in einer der Jugendmannschaften. Einige qualifizieren sich sogar für die Auswahlmannschaft. In der nächsten Woche werten wir unsere Ergebnisse aus und suchen dann aus den Teilnehmern ungefähr 8 raus, die dann in den Förderkader kommen. Und die bekommen extra Training über die Saison, werden ein bisschen extra gefördert, spielen dann auch viel Turniere, spielen bei den Meisterschaften mit. Bei der Sichtung wurden die Jugendlichen von 3 Trainern der clubeigenen PGA Premium Golfschule betreut und bewertet. Dabei wurden Talent und schon Erlerntes genau unter die Lupe genommen. Im Prinzip fragen wir alles ab. Das heißt, wir starten mit Putten, das ist das meiste von Minigolf bekannt. Dann gehen wir über einen kurzen Annäherungsschlag, über einen höheren Annäherungsschlag und dann bis zum großen Abschlag. Das heißt, wie weit können die Kids auch schlagen? Wie schnell sind die Kids schon mit dem Schläger? Meine ganze Familie spielt eigentlich Golf und deswegen habe ich das halt auch von Anfang an so mitgemacht und es macht echt Spaß. Als nächstes gibt es einen Golferlebnistag im Starnberger Club. Am Sonntag können in Zusammenarbeit mit München TV an einem Schnuppertag alle Golfneulinge den Sport kennenlernen. Aus den jungen Teilnehmern werden dann 6 Spielerinnen und Spieler ausgewählt, die vom Golfclub Starnberg eine Mitgliedschaft sowie kostenloses Training und Ausrüstung für ein Jahr gestellt bekommen.